So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear. Laces of Fear. Könnte man es auch nennen. Nee, das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, wir haben das dritte Werkzeug, das wir verwendet haben, letztes Mal freigeschaltet, Knochenmehl. Und ja, für mich ist es unmittelbar nach der letzten Aufnahme, sprich, ich bin etwas durchgeschwitzt von den Jumpscares der letzten Folge. Und zum anderen spiegelt die Sonne immer noch auf meinem Bildschirm. Allerdings nicht mehr ganz so krass, von daher wird schon passen. So, wir hängen also diese Sachen, die wir finden, auch teilweise auf. Also das sind die Dinger, wo er denkt, dass er sie hat. Irgendwelche Maden, die unter seinem Fleisch leben. Diese komische Horrorratte hier. Und ja. Irgendein Problem hat er wohl auch mit seinem Prothesendiebe, nimmer satte Bastarde. Okay. Er wird einfach nur verrückt und schiebt alles auf irgendwas anderes. Gut, wir ziehen mal wieder los. Auf zum vierten. Ja, was auch immer. Material das. Oh, hey. Dö, dö. Ma'am? Nicht in her. Oh, shit. Das ist erschrocken. Ich dachte, hier ist ein Loch im Boden, aber es ist Farbe, wo die hinter sich hergezogen hat. Ja, mach da mal zu, nimm wahr. Ja, was ist denn hier los? Das Kindergekritzel. Langsam mal um die Tochter. Gerade ein Baum entstanden. Happy Little Tree. Oh, und ein Pony. Noch mehr? Das alles? Dann gehe ich doch da lang, oder? Schön in die Haustür rein. Nee, geht nicht weiter auf. Was steht hier? Wirklich? Dann beim Pony. Zurück zum Pony. Hopeless. Drunk. Delirious stand da noch. Mal hier wieder. Außen. Ja, und Türen verschwinden. Das Spiel macht das wirklich? Verrückt. Oh nein, was mit dem Pony passiert? Okay. Woher weiß das Spiel immer, wann es hinter mir Sachen? Es scheint immer alles so dermaßen gut zu passen. Es gibt da nie irgendwelche. Oh na, no, toll, ein Teddybär. Mich ganz, ganz leicht bedroht, muss ich sagen, Mr. Teddy. Hallo? What is that? Wait. What day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Den Geburtstag seiner Tochter wohl vergessen, so wie sich das hier so ein bisschen an. Und dann natürlich auch noch seine Frau verantwortlich gemacht, scheinbar. Aber eine ganz normale Ratte. Ja, wieder so eine kettete Tür. Alles ist abgeschlossen, so sieht sie aus. Alle Wege führen in die Mitte. Soll ich einfach hier bleiben? Bücher. Was hinten? Ich habe es gar nicht gesehen, aber irgendein Tuch oder so hing da. Oh, Hallöchen. Was? Jetzt sind hier irgendwelche Kinderschuhe aufgetaucht. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Tja.
Eure Kinder doch immer gerne. Aha, geil. Das ganze Zeug, das hier stand, nur noch aufgemalt. Yeah, das kommt ja oberlässig. Ja, subtile Effektchen haben sich schon noch ein paar eingebaut, wobei ich finde, dass es auch sehr viel Jumpscares sind, ganz klar. Also das komplette Gegenteil davon. So, was haben wir hier? Alles voll gesudelt hat die Kleine. Gott, jetzt sieht man da dahinter so ein Gesicht. Leismais. Läusemäuse, kahle, blutige Stellen, Haare, nicht meins, wo ist die Schere? Okay, hat sich scheinbar auch massiv dann selbst verstümmelt. In welchem Zustand sind wir eigentlich gerade? Sind wir überhaupt noch am Leben? Gott. Sind ja schon ein paar sehr, sehr geil gemachte Effekte, muss ich sagen. Okay, weiter im Text. Hit me. Ich habe überhaupt keine Angst. Keine Furcht. Oh, schade, ich wäre auch gern nach da hinten gegangen. Egal, boldly gehen wir dem Heulen nach. Ich meine, das Spiel hat ja wohl schon mehrere Enden und kann auf verschiedene Arten und Weisen gespielt werden. Meine Sicht wieder. Terrormonster angefallen. Wie jetzt was? Hä? Nicht sterben, oder? Tja, rechts wäre wahrscheinlich die sichere Variante gewesen, aber hey. Wenn schon, dann richtig, oder? So, wir sind hier auf irgendeinem Stuhl aufgewacht. Und ja, unbeschreibliche Szenen vor unseren Augen. Nämlich massig Stühle, die irgendwie an der Decke kleben. So verdammt dunkel bei mir. Ist aber von der Helligkeit her eigentlich schön eingestellt. Wäre etwas heller, als wenn ich es normal spielen würde. Auf der Aufnahme ist teilweise etwas dunkler. Dementsprechend muss ich es dann heller spielen. Talking behind our backs. Fuck you, picture. Komm, mach das nochmal. Noch abzucken. Talking behind our backs. Blümchen überall hingesudelt. Wohl unsere Töchterchen mal wieder am Werk. Hier überall Blümchen drauf. Okay, hier ist wieder so ein Regal, das überquillt vor Büchern. Und zwar nicht nur ein bisschen. Stifte, Stifte, Stifte. Axmalstifte. An die besten. Ja, Sogar den Sessel vollgesudelt. Fräulein. Gibt aber Hausarrest. Hey, das ist doch nochmal derselbe Raum, bloß noch vollgesudelte. Wurde das Kind hier ewig gefangen gehalten in irgendeinem Raum und dann nach und nach die ganzen Wände verziert? Oh hey, Sweetie. Schwebende Wachsmalstifte. Sind aber gar nicht abgemalt. Sind alle ganz neu. Oh yeah, ich kann die so vor mir her schieben. Und jetzt ist es wieder ganz sauber. Keine Stifte. Kann ich wieder zurück? Nein. Natürlich nicht. Gut, schön war's. Was kommt als nächstes? Boah. Oh, hallo. Da bin ich ja gar mal wieder ganz kurz erschrocken. Okay. Warum auch nicht? Richtig krass. Ja, komm. Lacht sie mich auch noch aus. Es schockt mich trotzdem lang nicht so hart, wie mich zum Beispiel Welcome to the Game geschockt hat, weil hier
Bist du einfach schon gewohnt. Kommen einfach hin und wieder Jumpscares. Während in Welcome to the Game war eher die Zeit die schlimmste, wo du nicht wusstest, was passiert. Wo du 3 Stunden lang am Stück gezockt hast und nichts ist passiert und trotzdem alles bedrohlich und irgendwie dreht dann alles in meinem Hirn durch. Während wenn hier ständig irgendwas kommt, dann ja, dann ist halt, da stellt man sich auch drauf ein und so weiter. So, was kommt hier? Püppchen. Überall Püppchen. Aber so einen richtig fiesen Jumpscare kommt sicher auch noch, der mich richtig zerstört. Wobei der vorhin war eigentlich mies, wo mich dieses Biest angefallen hat. So, das ist subtil. Einfach mal so eine Gruppe entstanden. Ja, überall. Sitzt in unserem Rollstuhl. Okay, darf ich wieder raus? Ja, bringt mir aber nichts. Wow. Holy hell. Das kam jetzt abrupt. Drinnen hat's zerlegt. Bild sieht freakig aus. Das ist ja leider teilweise zu dunkel für mich, um richtig zu spielen. Ich sehe es nicht, weil die blöde Sonne. Boah. Crazy shit, man. Diese Folge ist eine einzige Freakshow. Hui. Muss ich mir echt mal auf den Aufnahmen angucken, wie das eigentlich so rüberkommt, weil bei mir ist hier teilweise zappenduster, einfach nur schwarz der ganze Bildschirm. Ich sehe jetzt auch gerade keine Türe, whatsoever. Es ist, ach, ein Licht. War trotzdem viel zu dunkel als das. Na klar. Hehe. Die kommen gut, die muss ich... Wow, hey. Baby. Back. Ja, die kommen echt immer fett, muss man sagen, dieses Rumdrehen und... In Panik, meine Süße. Das führt mich mal wieder im Kreis, ha? Huh? Hey, dann muss ich wohl aus dem Loop ausbrechen und einfach geradeaus laufen. Abgefahren, abgefahren, abgefahren. Und nochmal, was so schön war. Noch so GTA-mäßig, wasted, wie sie am Schluss in Zeitlupe hinfällt. Rotes Licht. Gerade zwar nicht in der Stimmung, aber... Komm schon. Will dich retten, Puppenmädchen. Will sich nicht helfen lassen. Und wir wachen auf dem Fußboden auf. Das wird uns wahrscheinlich häufiger passieren. Bei unserem Nasty Wine Habit. Nein, nicht schon wieder eine von den roten Vasen. Das Spiel geht nur darum, möglichst viele rote Vasen zu safen. Wäre witzig, wenn mit denen wirklich irgendwas ist, weil die sind, finde ich, out of place, so. Die sieht allerdings auch ein bisschen dann aus. Puppen, 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 Puppen. Sorry. So, da haben wir mal wieder was vollgesudelt, so wie es aussieht, nicht? Und so. Hey, mehr Parfüm. Ach, vorn. I had the most beautiful dream last night.
I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you he really lusted for. Hatten wir noch eine Side-Bitch oder sowas? Oh. Darf ich das mal sehen, Liebling? Oh oh, oh oh. Werewolf Attack. Dann kannst du mich mal. Komm noch her. Lass es bleiben. Ich geh mal. Fall sagt ganz klar. Nicht hier hin. Kann ich wieder zurück? Nein. Hört mir übrigens sehr gut immer dieses mit der Maus ziehen, um Sachen zu sich herzuziehen und drücken. Relativ, immersive irgendwie das Ganze. Mochte ich auch. Ist so mal. Ah ja, hier sind wir wieder. Das Licht ist ungewöhnlich hell. So, Püpsche. Hier vielleicht was? Schere. Was für eine Sicherheitsschere für ein kleines Mädchen. Ach, das ist gar keine Schere, das ist dieses Ding hier zum Aufziehen. So. Wo war's? Hier rein damit. Und dann machen wir mal ein wenig Beat. Okay, recht bämig mit dem Ding mit. Wird von einem hübschen Papi. Kann nicht gut sein, was jetzt hier gleich kommt. Spielzeuge damals waren alle noch so dermaßen crazy. Ich wundere mich, dass die nicht alle irre geworden sind, die Kids. Die Spieluhren sind ja Horrorfilmmaterial. Diese Check-in-the-Box-Dinger auch total gestört. Hier dieses Ding dann, diese Clown, der aus der Kiste kommt. Okay, also ich kann nur hinzoomen. Und ein wenig links und rechts, aber ich werde die ganze Zeit im Kreis. Ah, sick. Wie sich ihr Leben verändert hat. Hush, little baby, the night is dark. Wow, das hier jetzt gerade echt Gänsehautmaterial. Shit. Und das nächste Mal. Oh, oh, oh. Mama kam abends und deckte dich zu. Nun ist sie nirgends. Nicht finden kannst sie du. Abgefahren. Abgefahren. Da gibt es ja jetzt noch mehr irgendwas. Da ist dieses Bild drin gewesen, oder? Gemalt hat das ursprüngliche. Nee. Eins, wo sie ganz alleine ist, nur mit so einem Schatten. Wen? Der Kreisel macht da hinten ein bisschen. Herz. Das war's jetzt hier? Oh. This was a special brush. Oh nee, oder? Like a horsehair brush, but different. At that point I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Gut, ich meine, es ist nur Menschenhaar. Im Endeffekt ja nichts, wofür man einen Menschen töten müsste. Ich glaube sogar, dass es Pinsel gibt aus Menschenhaar, oder? Sind, glaube ich, auch relativ hochwertig. Kann sein Haar ja auch verkaufen.
hochwertige Saar hat. Da machen die Perücken draus oder so. Nein, die einem halt ab. Ich meine, dadurch stirbt man ja nicht. Okay, hier hat sie ein Bild gemalt, wo sie mit ihrer Mutter zusammen an der Sonne ist und ihr Daddy immer nur im Dunkeln an diesem Bild. Also es wirkt wohl eher so, als wäre der Wahnsinn zuerst gekommen und der hätte dann die Familie zerstört. Gut, wir gehen zurück in unser Mahlzimmer, nehme ich mal. Fuck you, Game. Wir gehen nicht zurück in unser Mahlzimmer. Wir kriegen erstmal noch einen kleineren Herzinfarkt. So, jetzt ist aber hier mein Mahlzimmer. Oh ja. Langsam aber sicher, baut das hier ein bisschen ab, kann das sein? Waren doch am Anfang nicht so viele Bodenplatten am Arsch. Diese ganzen Puppen lagen hier natürlich auch nicht rum, das ist mir klar. Gut, dann wieder mal obligatorisch hier auf diesen Zettel schauen. Ich hasse selbst jetzt, verloren, alleine, hoffnungslos. Du bist immer alleine gewesen, du wirst immer. Hoffe, ein schwerwiegender Fehler. Beende es. So, nimmt unser Meisterwerk jetzt langsam Gestalt an? Ja, doch. Mhm. Aber ist kranker Scheiß. Ein Typ ohne Gesicht. Aber ist auf jeden Fall schon deutlich schärfer als das, was wir davor hatten. Gut, und hier hat sich auch ein weiteres Adventstürchen geöffnet. Der Pinsel aus Pferdehaar. Pferdehaar, sage ich. Menschenhaar. Von unserer Tochter, nehme ich mal an. Also er möchte seine Familie zu diesem Bild verarbeiten. Scheint fast so. Hier drin. Oh, noch mehr Püppchen. Gut, dann war es das mit der Folge. Zwei Teile fehlen mir noch. Ich bin mal gespannt, was das noch so sein wird. Die Folge dieses Mal war ganz schön scary, muss ich sagen. Aber ja, ich komme einigermaßen damit klar. Es ist viel auch so ein bisschen einfach Jumpscare. Damit ja, komme ich schon klar. Ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich wünsche euch was. Ciao, ciao.